Kevin Rüegg. Die Saison ist zu Ende gegangen mit einem Pokerschlag, mit dem Double-Sieg. Und für dich bedeutet so, deine Zeit hier bei IB geht zu Ende. Wie schaust du jetzt auf die Zeit, die zu Ende geht? Ja, sicher war es ein herrlicher Abschluss gewesen, mit dem Double, mit der Mannschaft zu feiern. Hier im Stadion. Und, ich konnte letztes Jahr schon den Cup holen. Dieses Jahr ist es auch noch mal spezieller mit der Meisterschaft zusammen. Es sind unglaubliche Gefühlausbrüche stattgefunden vorher auf dem Platz. Und, ja, es war wirklich ein hervorragendes Jahr gewesen. Leider persönlich ist es mir nicht so gelaufen, aber schlussendlich haben wir als Team können die Erfolge feiern. Aber du hast gesagt, für dich persönlich mit Verletzungen war es eine schwierige Saison gewesen. Ja, es war nicht einfach für mich. Ich habe am Anfang eigentlich bin ich hierher gekommen, um der Mannschaft meinen Beitrag dazu zu leisten, dass sie Titel holen können. Das ist leider nicht ganz aufgegangen aus meiner Sicht. Trotzdem, umso schöner hat die Mannschaft ihren Job erledigen können. Aber klar wäre ich da lieber ein bisschen mehr präsent gewesen auf dem Platz. Und gleich, du bist Teil dieser Double-Mannschaft, du hast dich auch in Geschichtsbücher eingetragen. Ja, wie wirst du auf die Zeit bei IB, das eine Jahr? Eben, du hast schon Kollegen gehabt, schon vorher, die hier bescheren kommen. Wie wirst du sie in Erinnerung behalten? Ja, du erwähnst es, Kollegen. Ich nehme sicher oder schließe sehr gute Freundschaften da und hoffe, dass ich die weiter kann im Rest von meiner Karriere. Ich glaube, es sind super Typen, die ich hier kennengelernt habe. Im Staff, wie auch die Mannschaft. Es war wirklich hervorragend, wie sie mich aufgenommen haben. Und ich habe mich wirklich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Und das ist auch vorher beim Abschied mir sehr schwer gefallen, da die richtigen Worte zu finden. Sicher auch ein paar Tränen, die ich noch vergessen will. Aber das gehört dazu. Und ich schaue sicher mit einem positiven Gedanken zurück. Ja, und eben mit einem Höhepunkt auf jeden Fall, wo du dich kannst verabschieden kannst. Vielleicht noch ein letztes Wort zu den IB-Fans. Ja, ich bin am besten in die Kamera schauen. Ich bedanke mich für eure ganze Unterstützung, zahlreiche Nachrichten, die eingetroffen sind durch meine Verletzung. Und ich bin wirklich unglaublich dankbar, dass ich die Titel mit euch feiern konnte. Ich werde das nie vergessen, die Zeit mit euch. Und IB wird mir sicher auch im Herzen bleiben. Danke vielmals für alles. Kevin Rüegg ist ein Musterprofi und trotz seiner Verletzungen ein wichtiger Teil der Mannschaft. Unser Sportchef, der Steve Hohenbergen, sagt im Namen des ganzen Clubs merci vielmals und alles Gute für deine Zukunft. Unsere Nummer 17, Kevin.